So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Ixion. So, also unser Sonnensystem sieht so langsam voll aus mit Materialien ohne Ende. Und wir können nicht mehr so viel lagern. Wir haben zwar richtig viel Stuff, aber das meiste Problem ist immer noch Silizium. Und ich sollte das mal als Prioritäten setzen. Oh, so. Das als zweitrangig. Und den Rest lasse ich mir erstmal so. Ja, da gibt es nichts Besonderes. Als nächstes, ja. Sollen sie erstmal Eisen sammeln und dann später das Silizium. So. Wir brauchen eine Sonde. Wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Was könnten wir denn noch ergattern? Hier ist ja nichts mehr, ne? Was ist das denn? Ja. Da ist auch noch ein bisschen Stoff. Alter, weiter. Das ist so viel. Stoff habe ich noch nie gesehen. Ein Kapitel 3, ey. Das ist Hammer. Was? Was? Wieso ist das immer noch nicht fertig? A probe has completed its scan. Oh, nee. Warte mal. Seit nicht, das konnte nicht gebaut werden, weil ich das falsch gehabt habe. Demontieren. Das muss ich erstmal überprüfen. Oh, ich bin so ein Depp. Bin so ein Depp. So, dann machen wir das hier. Oder so? Wir machen das so. Oh, und ich wundere mich schon, warum nichts funktioniert. So, höhere Priorität bitte. Achso, ich sollte mal starten. So, was könnten wir denn dahin ballern? Na, ein Speisesaal, ne? Ja. Machen wir. So. Dann habe ich hier eine Straße. Wunderbar. Okay. Oh, verdammt, ey. Da geht das Vertrauen einfach mal runter, ey. Aber noch sind wir gut im Bus. A science ship team has completed a task. Okay. Wo haben wir? Die brauchen noch. Dann würde ich sagen, ab zu P51. Übertragung von der Archimedes auf Krug P51. Wie Sie unseren ersten Berichten entnehmen konnten, haben wir ungewöhnliche bakteriologische Formation auf P51 entdeckt. Weitere Analysen ergaben, dass sie in der Anlage sind. Aminosäuren und Proteine in einer bisher unbekannten Art und Weise anzuordnen. Die Bakterien nutzen Geysir-Emissionen als Bindemittel, um mineralische Ablagerungen umzustrukturieren und Becken um die Geysire herum auszuheben. In diesen Becken können sie sich vermehren. Wir nennen die Bakterien Myers, okay, und möchten weitere Verhaltensanalysen durchführen. Ja, why not? Also, da steht nicht Abzug oder sonst was. Dann mach das. Okay.
Okay, was ist da los? Warum sind die immer noch A probe has completed its scan. Am Forschen? Okay, ihr macht jetzt Silizium, ist das richtig? Ja. Okay, das ist sehr schön. So, dann schauen wir mal, gibt es hier irgendwo noch Silizium? Oh mein Gott, da war was. So, ich hätte gerne noch Reis mit dazu. Halt, stopp, da war doch was. So. Okay. Uiuiuiui. Also das heißt, wir werden sehr viel reisen müssen, ey. Damit die schnell sammeln können. Okay. Ja. Das ist noch eine Menge zu tun hier. Ich brauche mehr. Ich weiß nicht, Forschungsschiffe. Brauchen wir mehr? Ja, können wir eigentlich. Vielleicht sollten wir einen weiteren Sektor machen oder so. Wir brauchen Eis. Ach so, das brauchen wir auch noch. Über 5 Zyklen. Okay. 4,1. 3,3. 7,0. Okay. Und 3,8. Okay. Das ist heftig. Wir müssen echt viel bauen. So, machen wir da mal weiter. Die sind jetzt glücklich. Arbeitskräfte ist immer noch so. Fünf kommen dazu. Ja, gerade noch. Okay. Achso, der ist am Basteln. Okay. A science ship team has completed a task. Okay. So, das haben wir auch fertig. Was haben wir denn jetzt? Ah, die Krankenstation. Okay. Digga, warum muss das schon wieder so ein Monster sein, ey? Das ist heftig. Okay, wir haben 3x3, ne? Oder? Nee. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3. 2, 3. Doch, da könnten wir nochmal die kleinen Batterien machen. Okay, was bräuchten wir denn noch so? Fabriken. Sowas wie das hier könnten wir auch gebrauchen. Oh mein Gott, wie alles hier mal so riesig ist, ey. Machen wir das so. Pausieren wir mal eben. So. Techniklabor. Ah, Verbesserung, sind um 10% reduziert. Das machen wir. Okay. Wieso haben wir jetzt Minus wieder? A probe has completed its scan. Das verstehe ich manchmal nicht. Was ist das denn? Oh, wir haben kein Wasser mehr. Ach du Scheiße. Wieso haben wir jetzt kein Wasser mehr? Leute. Da ist auch noch nicht mal Eis. Ach du Heilige. Okay, Schauen
Scheiß erstmal drauf. Macht mal bitte Eis, meine Lieben. Deswegen. Ach du Scheiße. Okay, die brauchen 3 Tage. Dann machen wir auf PM50 mal weiter. Nur so ein Text, ey. Oh mein Gott. Okay, wir haben unsere Untersuchung der Meyer-Bakterien fortgeführt und herausgefunden, dass der größte Teil einer Kolonie im Inneren eines Geysirs lebt. Es existieren auch kleinere Gruppen außerhalb, die scheinbar ausgeschlossen wurden. Proben aus dem Geysir zeigen eine organische Gesellschaft, die sich nicht nur vermehren kann, sondern auch etwas benutzt, was man nur als Werkzeuge bezeichnen kann, die durch vesikulären Transfer ausgetauscht werden. Wir haben eine bakteriologische Sprache erstellt und mit Hilfe eines speziellen PA eine Nachricht durch geeignete Sitimoli direkt an die Kolonie geschickt. Sie haben geantwortet. Die Kolonie hat vorgeschlagen, uns auf die Expedition auf die Tikon zu folgen. Dies ist ein monumentales Unterfangen, da ein einzelner menschlicher Zyklus mehreren hundert ihrer Zyklen entspricht. Der sicherste Weg, die Bakterien zu transportieren, ist die Ansiedlung einer kleinen Kolonie innerhalb der Atemwege eines Besatzungsmitgliedes. Vielleicht eine externe Methode durch diesen historischen Moment angemessen. Eine intelligente und nicht bewusste Spezies. Dies wird sicher den Weg für neue Perspektiven ebnen. Okay, also wir haben jetzt die Wahl, entweder mitnehmen oder dann lassen. Ja, nehmen wir die mit oder lassen wir die da? Was wäre das Sinnvollste? Auf die Tikon zu folgen. Wenn das nicht schief geht, ja. Okay, ist hier Wasser? Oh mein Gott. Hier ist auch noch Wasser in der Nähe. Das ist ja fett. Okay, der braucht noch ein paar Tage. Die haben 107 schon, ey. Das ist schon erstaunlich. So, schauen wir mal hier. Sieht gut aus, sieht gut aus. Das war das nochmal Gesundheitszentrum. So ein Abfallgedöns. Okay, wir forschen. Was forschen wir denn? Achso, ja. Damit es günstiger wird. Okay. A probe has completed its scan. Okay. So, dann warten wir noch ein bisschen ab. Und schauen wir mal, was wir da und dort finden. A science ship team has completed a task. Okay, geht du erstmal sammeln. Dann würde ich ja erstmal. An accident has occurred in the Tycoon. Okay.
So, da haben wir noch ein bisschen Wasser. Tycoon. War da was Besonderes? Nein. Ach da. Die Batterie. Okay. Gut. A science ship team has completed a task. Auf jeden Fall brauchen wir das hier. Wir ballern die mal hier hin, ne? Oder? Hopp. Passieren. So. Das ist auch durch. Okay, wir fangen erstmal mit der P37 an. Boah, 65. P37 war bis vor kurzem ein Gasplanet. Eine nukleare Reaktion immensen Ausmaß hat das Gas des Planeten ausgelöscht und den einst flüssigen Kern verglast. Dieses Ereignis ließ P37 von seiner natürlichen Umlaufbahn abweichen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Reaktion durch einen Zusammenstoß mit einem Asteroiden oder einem anderen Himmelskörper ausgelöst wurde. Unsere Theorien legen nahe, dass sie durch einen externen Eingriff verursacht wurde. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann sollen sie... Was ist denn hier? Achso. The electromagnetide has passed through the CRUC system and the Tycoon is still online. Congratulations, Administrator. Achso. Okay, die Scheißwolke ist weg. Ey. Das ist sehr schön. Jetzt können wir in Ruhe alles auf dem Planeten fahren, was wir können. So, wir machen mal. A probe has completed its scan. Okay, gut. So, dann haben wir eine neue Sonde. Checken wir mal hier ab. Uiuiuiui. So, machen wir hier weiter. P51. Zusammenfassung der Daten über die Archimedes. Wir erfassen keine Bewegung mehr auf der Archimedes. Anscheinend hat Lois Keller die Kommunikation durch die Beschädigung des Schiffsausrüstung unterbrochen. Vor dem Bewegungsstillstand zeigten die Lebenszeichen der Besatzung starke Veränderungen. Was? Archimedes weg. Toll. Also, zieht euch keine Bakterien in den Maul, ey. Das tötet auch. Einfach verlassen und dann wäre alles gut. Jetzt haben wir wieder Forschungsdaten verloren. So, wir müssen weitermachen. Was haben wir denn noch hier? Ladegeschwindigkeit, ne? Was sollten wir nehmen? Was haben wir hier? Ah, okay. Okay. Mehrarbeit? Shit. Woher kommt das? Woher kommt die Mehrarbeit?
Ich brauche Leute. Ja. Sektor 3 bitte. Okay, da sieht's noch gut aus. A probe has completed its scan. Okay. So, wo ist die Melon? Achso, da. Oh, okay. Ja, dann machen wir hier weiter. 1, 2, 3, 4 Stück haben wir noch. Dann sind wir, glaube ich, durch hier. Aber unsere Quest, das dauert noch. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Sonst können wir nicht gebrauchen. Wir müssen hier irgendwo Silizium finden. Hier. Da ist noch sehr gut Silizium. Was haben wir hier? Hier ist halt lieber Eis sammeln. So. Neue Prioritäten. Wir haben ja auch noch das hier, ne? Das könnt ihr auch machen. Oxford. Okay, Oxford, du gehst zu P41. Boah. Was immer Leute sterben müssen, ey. Ah, wie kann man sich auf Bakterien einfach reinziehen, ey? Richtig dumm. So, gibt's hier noch, Dingens hier? Achso, nee, das ist gerade dabei. Nee, wir wollen Silizium, ja. Okay. Du bist dabei, du bist auch dabei. Dann beschleunigen wir mal ein bisschen. Jetzt sammelt Wasser, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Gut, wo war hier noch mehr Arbeit hier, ne? Hier ist 98. Ja, wir brauchen nicht dringend Silizium. Wir brauchen Eis, um Wasser zu machen, ey. Dass wir kein Wasser mehr haben, ey. Das ist krass. Das hier könnte ich eigentlich abbauen und dann das Verbesserte. Mach ich mal. A science ship has arrived at its destination. Na, komm. Excuse me, abbauen. A probe has completed its scan. Komm schon, die zwei Eisen noch, den einen noch. Okay. Sehr schön. Das ist recht.
A probe has completed its scan. Okay, dann hoffe ich, dass hier ein Chip rüberkommt. 6 6 war das, ne? So. Okay. Gut. So, dann machen wir mal hier weiter. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal die zerstörte Anbuchten. Andock. Okay. Informationen, die wir in der Kommandozentrale entdeckt haben, führten uns zum Wrack der Andockbucht der Etimenaki. Wir haben das Ziel erreicht. Dieser Teil der Etimenaki ist ein Schweizer Käse. Paradoxischerweise ist er kaum von Trümmern umgeben. Eine kurze Untersuchung ergab zwei interessante Punkte. Eine Andockstelle, die noch zugänglich ist, und einen Kommunikationsbereich. Okay, das Team der Minnen. Wir gehen mal. Okay, es geht beides, okay. Das. Gut. Das wird dann jetzt untersucht und wir gehen jetzt mal auf mal P41, was da los ist. Okay, guck, P41 ist ein tellurischer Planet, der eine kleine Menge Wasser als Eis aufweist. Auf seiner Oberfläche befinden sich viele große schwarze tellurische Formationen. Die Atmosphäre von P41 ist stark bewölkt. Stürme überziehen den Planeten mit Aluminiumregen. Wir haben eine interessante tellurische Formation entdeckt. Hier spricht das Team der Oxford. Wir sind nahe Site Zero gelandet und werden dort vor möglichen Aluminiumstürmen geschützt sein. Wir haben eine Art Struktur unbekannten Ursprungs entdeckt. Wir beginnen mit der Entdeckung des Ortes. Dann tut es. So, wir können noch eine Sonde schicken. Was wollen wir denn suchen? Wir haben nur Eis und See. Kriege ich beides? Ja. Boah, so viel. Meine Fresse. Okay. Wie sieht's jetzt aus? An accident has occurred in the Tycoon. Warum? Administrator, a new request awaits your attention. Okay. An important message from our colonization mission requires your attention. Ja. Ah, da. Nein! Was, warte mal, was denn? Offenbar sind die beunruhigenden Ereignisse unserer Kolonisierungstests durchgestickert. Viele der Besatzung glauben, dass wir das Ende der Menschheit nur hinauszögern. Wer auch immer diese Information veröffentlicht hat, trägt die Verantwortung für einen Anschlag der Tote-Erde-Krankheit. Das ist bestimmt die UN oder so. Oder die anderen, die nicht Tikon Crew. Warum sind die alle so paranoid? Wir werden durchkommen. Es dauert einfach halt. So, wie sieht's mit der Nahrung aus? Wir haben immer noch kein Wasser. Okay, das wird gebaut. Oh mein Gott. Was macht das doch hier? Bitte, entsorgt das.
wir haben ja noch das hier, ne? So, ja, die sammeln alle fleißig Wasser. Und, Dingens hier. Wo auch immer die das hier haben. Das sind 150. Okay. Ah, okay, hier. Yeah. Gut. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir noch hier so? Nee. Oh, da. Silizium. Interessant. Okay. Die sammeln weiter schön Wasser, ne? A science ship team has completed a task. Okay. Wir haben ein kleines Problem. A science ship team has completed a task. Wir haben ein kleines Problem. Warum haben wir noch so viel zu tun, ne? So, was haben wir denn da? Die Kommunikationsraum ist ein Schauplatz der Gräueltaten. Gefrorene, abgetrennte Körperteile treiben trostlos umher. Das Team der Melon fand heraus, dass die Etemernaki in der Schlacht ein nicht computergestürztes Kommunikationssystem nutzte. Die Besatzung der Etemernaki hatte entdeckt, dass die Nachrichten, die sie über Hardware in diesem Areal sendeten und empfinden, manipuliert wurden. Die gefälschten Informationen führten zu einer Reihe von Unfällen und der Umstellung auf eine neue Kommunikationsmethode. Irgendetwas konnte die Kommunikationsprotokolle der Etemernaki perfekt imitieren oder angreifen. So, jetzt haben wir noch das hier. Dann sind wir, glaube ich, durch. Okay, 44. Die Struktur ist eine tunnelische Formation mit steinen Wänden in Form eines Kreises. Das Team der Oxford hat mit der Kartlegierung und der Erkundung der zahlreichen unterirdischen Stollen begonnen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass sie vorsätzlich gegraben haben wurden und nicht durch natürliche Phänomene entstanden sind. Kontinuierliche Verhaltensanalysen des Teams registrieren Verstöße gegen Dolos Sicherheitsprotokoll sowie metaphysische, psychologische Abweichungen anstelle der Erwartungen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen. Einem Bericht zufolge entfernte ein Besatzungsmitglied den Schutzhelm in der Überzeugung, dass die Atmosphäre innerhalb der Stollen atembar ist. Die verbleibende Lebenszeit des Besatzungsmitglieds wird nun auf 37 Minuten geschätzt. Was mache ich jetzt? Was machen die Leute? Immer so eine Scheiße, ey. Idos Angriff Eden wird geflutet. Was machen wir jetzt?
Setze Sicherheitsprotokolle der Besatzung der Oxford außer Kraft. Mit Hilfe speziell entwickelter Dolus-Protokolle wird das Team der Oxford ihre Expedition fortsetzen und die großen Mengen an Aluminium in der Atmosphäre von B21 und deren mögliche Auswirkungen analysieren. Junge, ihr habt so viel Scheiße gebaut. Gebt mir erstmal die Daten, bevor ihr stirbt. So. Forschungschef. A probe has completed its scan. So, ein Forschungschef, dessen Besatzung verloren ist, wird auf die Matsche der Zickern zurückkehren. Ich mach das. Nein, die machen mir echt so dumme Sachen, ey. Was sind das für Forscher? Auch oh, oh, einatmen oder was? Ah, bitte. Das könnt ihr doch nicht machen. Gut. Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen. Stoppen wir hier und beenden die Folge. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ihr seht es ja auf der Karte. Es liegt einfach zu viel Stoff rum. Wir brauchen das alles. Wir müssen die Tikon auf jeden Fall erweitern. Wir sind von der Quest immer noch extrem noch am Anfang. Aber was soll man machen? Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.